Ein herzliches Willkommen zurück zu Mad Games Tycoon auf meinem Kanal. Und ja, wir sind hier mit der Entwicklung beschäftigt. Ich würde mal schnell hier unterstützen lassen. So, dann kann ich auch erklären, was wir da alles offen haben. Wir haben einerseits ein neues Game, Grando 2. Das ist ein Remaster. Nee, nicht ein Nachfolger, sorry. Das ist aktuell in Entwicklung. Da fehlen noch ein paar Dinge wie Motion Capturing, Sound und so weiter und so fort. Wir haben das MMO Add-on und wir müssen da aufpassen wegen der Produktion. Ja, das ist noch ganz wichtig. Für dieses sind aber schon alle Dinge gemacht. Also für das Original-Game, was wir hier haben, Planet of Tanks 5, was gerade recht gut 100.000 pro Woche weggeht, muss man sagen, kommt jetzt schon auf 64 Millionen, ohne die großen Abonnements, Leistungen. Und für das machen wir jetzt ein Add-on hinterher. Da müssen wir aber noch schauen. So, jetzt produziere ich nochmals neu. Wir werden nochmals 1 Million brauchen von dem. Aber gut, weil wir machen gleichzeitig auch noch Werbung dafür. Und entwickeln ja auch noch etwas nach. So, jetzt ist es ein bisschen eingebrochen. Jetzt würde ich hier abbrechen und würde nochmals ein Update nachreichen. So, weil es kann natürlich nicht ständig oben bleiben, das ist mir auch klar. Und wir haben jetzt hier ein riesen Studio zusammen. So, leider wurde ja schon wieder ein Auftrag abgebrochen. Ja, es kann es halt geben. So, sonst müssen wir mal das Personal hier hinten ein bisschen schulen oder halt den Raum größer machen. So gesehen. So. Und weil sie uns so sehr vermisst haben, gleich noch ein Update hinterher. So, die erste Auftragsarbeit ging wieder gut. So gesehen, das Update ist bereits da. Machen wir noch ein Brothers in Arms, denn das verliert langsam die Spieler hier. Also Download gibt es noch, aber Spieler gehen halt weg. Und auch hier haben wir gar keine mehr verkauft von Bollywood. Grando 2 ist somit fast fertig. Oh, das Add-on hat ein bisschen verloren. Das ist schade. Das ist schade. Jetzt kann dieses Studio hier kann jetzt dem helfen. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Hier warten wir auf den Sound und auf die Grafik, weil da war etwas nicht aktiviert. Der da kann die Bugs von dem Add-on entfernen und der da, habe ich ganz vergessen, der kann Spielbericht erstellen und zwar wie gut das MMO war. So, wo wir da die Fehler gemacht haben, das ist die spannende Frage. So, dann kann der eigentlich weiter dabei bleiben und Updates machen. Genau, 200 Bugs müssen auch erstmal weg, aber das geht, glaube ich, ganz zügig, mehr oder weniger. Ja, wir sollten produzieren. Es wäre halt schön, würde er ein bisschen im Voraus produzieren und nicht erst, wenn er bei 0 ist. Auch wenn der Schaden klein ist. So, Bollywood müssen wir leider vom Markt nehmen. Mal schauen, was wir da für eine Bilanz ziehen können. Produktionskosten recht hoch. Marketing ist auch da, aber am Ende ist 86 Millionen, die da übrig bleiben. So, diese 33.000 können wir dann noch für 50.000 wegbringen. Okay, weiter geht's da. Ja, das Ziel ist natürlich, den Titel wieder später dann in ein Free-to-Play umzuwandeln, aber erst dann, wenn wir schon richtig alles ausgesaugt haben, natürlich. Das ist. Zuerst müssen wir jetzt groß mal abkassieren hier. Was ja bisher auch gar nicht schlecht funktioniert. Oder gar nicht schlecht gelingt, weil wir haben schon 123 Millionen da. Das ist schon bald auf der Höhe für unser bestes. Ne, noch nicht ganz, aber All-Time-Charts, alle Spiele. Unser bestes Retail-Game hatte 16 Millionen. Und daraus haben wir verdient, wenn wir schauen. Da müssen wir hier bei Finanzen. Nee. Wo habe ich jetzt das gesehen? Ich konnte doch irgendwo drauf gehen. Ja, da haben wir es fast schon vergessen. Bei meinen Spielen. Ja, da Umsatz, genau. So, bestes
Da, 460 Millionen hatten wir da. Ja gut, dann sind wir jetzt bei einem Viertel. Aber wir haben ja kein Retail-Game. So, der hat es schon wieder gemacht. Dann hauen wir gleich das nächste raus. Wir möchten teilnehmen. Wir haben aber... Doch, wir haben eigentlich... Warum kann ich jetzt das dritte nicht... Ah ja, weil ich ja hier weg müsste. So, dann kann ich es wählen. Grando, wir haben das und wir haben das. Und wir haben, jetzt nehme ich mal das da. So, 100.000 Fans mehr. Denen haben wir es gezeigt. Ja, da unten fehlt gar nicht mehr viel. Da fehlt auch nicht mehr viel. Und der Spielbericht ist auch bald schon fertig. So, da ist er. Nimmt mich nur Wunder. Deshalb muss ich jetzt sofort schauen. So, Bewertung nach oben, dann sollte es relativ schnell nach zum Vorschein kommen. Spieltiefe haben wir wieder nicht getroffen. Alles andere schon. So, wir hatten aber auch hier die Spieltiefe nicht. Und hier war sie auch nicht. Die Frage ist, wo ist denn hier die Spieltiefe? Das frage ich mich, weil wir hatten ja überall dieselben Einstellungen. Eigentlich. Aber anscheinend war es perfekter da, wo es zuvor war. Muss fast schon so sein. So, also mit dem Studio geht es extrem schnell. Minus 50% verkaufte Spiele. Ja, vielleicht merken wir das gleich. Heißt aber nicht verkaufte Konsolen. So, da gab es wieder ein bisschen Umsatzbeteiligung. 90% haben wir hier hinten. Ja, oh, das merkt man deutlich jetzt. Das merkt man aber sowas von deutlich. Aber so richtig. So, komm, dann machen wir wieder mal. So, Brothers in Arms Update. Wir sind hier fast fertig. Bugs sind auch nur noch wenige da. Ah, sieht schon ganz cool aus. Der da kann abbrechen. Und dann können wir das eigentlich veröffentlichen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Marketing. Und da wir hier gerade auf 100 sind... Ja, breche ich das mal ab. Ich weiß, ich könnte auch ein weiteres Studio dazustellen. Oh, der Sound ist auch fertig geworden. Ja, komm. Ein Studio können wir wohl noch machen. So, Marketing. Ein bisschen größeres. Oh, warte mal schnell. So. Wir machen es uns einfach. Gut. Dann brauche ich... 2, 4, 6 Leute. Ich kann da unten noch... Eigentlich kann ich alle mitnehmen, aber... Ja. Ich glaube, das kann ich auch noch verwalten, wenn da keiner ist. So. Und dann können wir ja auch noch 2 einstellen. Das sind zwar 2 gute Game Design Leute. Die könnte ich mal da oben... So, der hat ja Büroarbeit sehr gut. Dann nehmen wir den raus. Der ist Programmieren sehr gut. Der auch. Der ist eher Musik, Sound. Game Design. Hat ja wohl noch einen jetzt, der nicht so gut ist hier. Denke ich. Weil sonst kann ja nicht sein, dass der Auftrag dann immer scheitert. Wenn die alle so gut sind hier. Also ja, sie könnten besser sein. Der da zum Beispiel. So, und dann packen wir die beiden da rein. Sollte das da vielleicht auch besser sein. Gut, wir machen hier eine Marketingkampagne. Für, wir veröffentlichen zuerst das Add-on. So. Habe ich jetzt automatisch wiederholen, habe ich nicht eingemacht. Na gut. So, ich habe genau gleich viele Leute wie da. Also es sollte genau gleich schnell vorangehen. Die beiden Spiele sind beide fertig. Es fehlt nur noch das Marketing. Hier sind wir auch soweit. Grando 2. Automatisch wiederholen. Da. Dann macht der ein Update. So, der Hype ist auf 62 und da ist der Hype auf 60. Ich lasse es jetzt einmal durchlaufen und planen wir da schon mal... Oh, ja,
Da sehe ich gerade was. Der Lagerbestand. Okay, kannst losproduzieren, weil da haben wir gerade Glück gehabt, sonst wären wir schon lange auf Null wahrscheinlich. Wenn jetzt da nicht der Videogame Crash gewesen wäre. So. Ja, produziert wieder und steht wieder gut da. So, dann hatten wir hier Add-on 1, automatisch wiederholen. Gut. So, 74 und da haben wir 60. Also, dann lass uns das planen. Jawohl. Selbst produzieren. 12 Wochen. Genau gleicher Preis. Oh, es gibt zwei andere Spiele. Eines mit demselben Thema, das ist aber unseres, nehme ich an. Und das erreicht 77%. Nicht ganz so viel, interessanterweise. Aber, ja, wird bestimmt hinkommen. So, und jetzt ist die Frage, wie viel braucht es von dem? Ich würde mal 1 Million produzieren. Weil bekanntermaßen haben wir davon nicht so viel verkauft. In Vergangenheit. Aber wer weiß. Gut. Und jetzt haben wir natürlich beide hier zur Auswahl. Ja, das ist jetzt wieder einfach ein reines Geklicke hier. Die sollen das machen und die sollen denen helfen. So, schön produziert. Wir müssen gleich da schon wieder produzieren. Der Hype hoffentlich noch ein bisschen gesteigert. Jawohl, der schafft es noch mindestens einmal. So, ich muss schauen, dass ich mich da nicht verklicke. Das ist doch schön. 87 sind wir da. Und da unten sind wir 72. Da würde ich sagen, wir schließen die Entwicklung ab. Selbst produzieren, 12 Wochen. Hier mal mit T-Shirt zum vollen Preis. So, bin ich gespannt. Was wir hier erreichen, das ist ja ein Nachfolger. Und wir haben ja geschaut, ob wir die Einstellung ein bisschen verbessern können. Ob uns das gelungen ist, werden wir sehen, wenn ich klicke. 90%, sehr schön. Genre ist sogar noch im Trend. Das ist interessant. Naja, Third-Person-Shooter und Teufel ist im Trend. Spiel des Monats, Spielspaß erwartet. So, Werbung ist ja eingeschaltet. Wir müssen nur schauen, dass wir die Produktion dafür haben. Grando, 1 Million. Ja, und jetzt haben wir halt hier schon wieder einiges zu tun. Updates zu machen für die unterschiedlichsten Games. Alle wollen ja was bekommen. Der macht nochmals eines für den da. Und der macht kein neues Game, nein. Der macht eins für dieses hier. So, sind alle beschäftigt. Nur sind halt die einen extrem schnell fertig, da muss ich schon wieder klicken. So, Gewinnbeteiligung. Und nebenbei so, könnten wir mal noch schnell noch einen Entwickler aufkaufen, dann wären es hier mal ein paar weniger. Naughty Chicken, kommt mir bekannt vor. Man verklickt sich hier extrem gut. So, nur für die eigene Konsole. Danke. Haben wir. Was haben wir noch auf der Einkaufsliste? Da haben wir noch was. So, bisschen mehr. Nur für die eigene Konsole. Und ich habe mir das überlegt hier. Ich würde das nochmal auf 4 runterstellen, denn wir profitieren ja auch davon, wenn wir, sage ich mal, Spiele für unsere Konsolen haben. Gut, und es fehlen noch 2. Eine davon würde ich auf jeden Fall noch kaufen. Und die haben nur Remaster gemacht. Asteroid Boy Remaster. War das das Studio, wo wir das erste Asteroid Boy gemacht haben? Kann sehr gut sein. Ja, jetzt gehört die uns. So. Gut, und eines lassen wir noch offen. Das kaufen wir ein anderes Mal. Gut. Dann haben wir eigentlich alle für unser Arbeiten oder sollten der Marktanteil hier stark steigen. Dann muss ich nur selbst schauen, ob ich noch für andere Plattformen produziere. Sonst sollte das eigentlich geregelt sein, soweit.
Okay, der ist fertig geworden, der Rest ist noch nicht fertig. Wir können hier, können wir dafür auch einen Spielbericht machen? Jawohl. Und hier können wir einen Spielbericht für den da machen. So. Je früher gemacht, desto besser natürlich. Oh, Pac-Man 2. Haben Sie? Ja, jetzt habe ich leider nicht so viel Zeit. Weil jetzt haben wir so viele Veröffentlichungen. Jetzt müssen wir da schauen, sonst geht recht schnell wieder irgendwas unter hier. Das geht jeweils sehr schnell. So, Grando. Und der schaut mal für das da. Dann haben wir hier Grando ist auf Planet of Tanks MMO ist auf 99. Grando 85. Ah, jetzt wird der Name nicht ganz angezeigt. Und das ist 99. Das andere ist immer noch 100. Trotzdem, dass wir die Werbung eingestellt haben. Interessant. So, 540.000. Ja, der Verkauf ist eingebrochen. Muss man schon eher dazu sagen. Aber ich denke, wir haben einfach schon so viele verkauft, dass es einfach so ist. Abonnements haben wir 1,8 Millionen. Und vielleicht sind unsere Abonnements auch ein bisschen teuer, wer weiß. 7 haben wir gesetzt. Machen wir mal 6. Mal schauen, was ausmacht. Vielleicht passiert ja was. Wer weiß. Plötzlich deutlich mehr. 1,88 sind wir jetzt. So, wir haben das Spiel des Jahres und zwar Grando 2. Wir sind aber nicht das Studio des Jahres, das ist Tiger Head und da präsentiert uns Triple Fine ein Spiel Starfighters 2. Man sieht leider nicht ganz, was das so... Ja, komm, lassen wir die machen. Wir profitieren ja so oder so davon. Das ist die beste Devise. Gut, der macht nochmals Brothers in Arms. Und der hier macht Grando. So. Gut. Das MMO ist an den Start gegangen. 30.000. Da seht ihr, das ist jetzt nicht der Riesentitel. Also da müssen wir schauen, dass wir die Millionen wegkriegen. Nehme ich mal an. Wir sollten dann die Werbung auch wieder rüber switchen. So, ich beende da mal die Automatisierung. Müsste ja auch so gehen. So, der macht nochmals den. Da sind es noch nicht so viele Updates. Ah ja, und wir haben hier Spielberichte, die fertig wurden. Schauen wir schnell rein. Wo da unsere Games sind. Grando 2, hier. Wir haben das Gameplay und die Spieltiefe perfekt bekommen. Okay. Story, Atmosphäre, Core fehlt weiterhin. Gut. Und das MMO... Planet of Tanks 5. Ist gar nicht drin. Genre. Oder Name. Kann ich es vielleicht besser. Nee. Ah, ist vielleicht noch nicht fertig. Könnte auch sein. Ja, ja, ist noch hier. Ist noch in Arbeit. Okay. So, eine Woche, dann ist Grando draußen. Hier haben wir noch 407.000, das ist jetzt gut aus soweit. Mal schauen, ob wir noch ein zweites Add-on machen, weil die Add-ons, ja, ist viel Aufwand. So, also ja, geht Aufwand, aber der Ertrag ist da nicht so riesig. Aber es hält natürlich das Spiel am Leben. Das kann man schon sagen vielleicht. Das auf jeden Fall. So, nee, ich will nicht schon wieder ein Add-on machen. Wir müssen zuerst mal das vermarkten. Und jetzt sind sie fertig geworden. Da ist es. Add-on 1. Deutlich weniger. Obwohl da auch nur die Spieltiefe fehlt. Ja. Eigentlich exakt dasselbe, aber... Die Bewertung ist deutlich schlechter. Ja, ist schon interessant. Warum auch? 90.000 von Grando rausgehauen. In der ersten Woche... Nicht schlecht. So, da sind wir auf 2% erstmal.
Und wir sind hier bald bei 2 Millionen Abonnenten. Also so wie mein Kanal bald. Wenn es so weitergeht. Das ist gerade der richtige Moment, um eine Erinnerung zu machen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde es mich doch freuen, wenn du dies tust. Damit du kein Video von mir verpasst. Ob es jetzt... sowieso, ob es jetzt Mad Games Tycoon ist oder eines der anderen Games, es würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und weiter geht's. Der ist auch soweit fertig. So, jetzt haben wir zweimal Add-on. Dann müssen wir gleich wieder das normale Game. Der ist auch fertig geworden damit. So. Ja. Und für nächste Folge. Skullfork hat mein Development Kit für 0 gekauft. Das ist sehr schön. Eigentlich müsste man auch noch alle Studios dazu zwingen, die eigene Engine zu brauchen. Das wäre natürlich noch da das Bessere obendrauf, oder? So. Auch wenn sie nicht wissen, wie das funktioniert, aber sie müssen Hauptsache die Engine brauchen. Ja, die Kurve geht nach unten. Wir haben aber gut was verdient und wir sind ja kurz davor, das dann irgendwann Free-to-Play zu setzen. Aber zuerst muss natürlich auch da das Add-on noch verkauft werden, was ein bisschen Probleme macht. Naja, ich gehe halt immer gerne groß rein. Das geht dann ewig, bis die Kosten weg sind. Also, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Merkantilismus 2. Aha. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei. Bis dahin, tschüss!